Hallo, ich zeige euch heute ein super festliches Abendessen. Und zwar gibt es einen Braten, ein Filet. Dazu mache ich eine richtig gute Soße, ein fluffiges Kartoffelpüree und weihnachtlicher könnte es nicht sein, Rosenkohl. Ich weiß, viele haben davor Respekt, ein teures Fleisch zuzubereiten. Ich zeige euch heute, wie einfach das ist. Ich heiz den Ofen auf 80 Grad vor. Und dann habe ich hier dieses wunderschöne Stück Lungenbraten. Lungenbraten sagt man in Österreich. Das ist hier ein Filet und ich salze und pfeffer das von allen Seiten. Seit mindestens einer Stunde ist das schon draußen eingepackt, damit es so langsam Raumtemperatur bekommt und nicht eiskalt ist, wenn wir das jetzt in die Pfanne geben. Es soll richtig gut zischen und brutzeln, weil wir wollen eine knusprige Kruste haben und diese Röstaromen vom Fleisch. Die brauchen wir nachher für die Soße. Dann kommt es in eine Form und ich gebe da noch ein bisschen Thymian und Knoblauch dazu. Und dann schiebe ich das bei 80 Grad in den Ofen. Mein Braten ist so circa 1 Kilo schwer und ich rechne immer pro 250 Gramm 15 Minuten im Ofen. Also kommt mein Stück so eine Stunde rein. Wenn der Braten da jetzt im Ofen ist, können wir uns an die Soße machen. Und zwar habe ich hier geschnittene Karotten, Zwiebeln und Sellerie. Das nennt man auch Mirepoix. Und die brate ich jetzt in der Pfanne mit den ganzen Röstaromen an. Und dann kommt ein Löffel Mehl dazu. Das bindet die ganze Soße nachher nochmal. Und das wird dann mit Rotwein abgelöscht. Und ganz wichtig, ich kratze dann mit dem Löffel die Reste vom Fleisch ab, weil das trägt alles zu dem Geschmack bei und die sind nachher Gold wert in der Soße. Und dann kommt die Brühe dazu mit Lorbeerblatt und Thymian und das lasse ich dann noch ein bisschen köcheln. Und nach circa einer halben Stunde siebe ich dann das Gemüse ab, damit die ganze Soße nicht zu süß wird. Das reduzieren wir dann richtig schön ein, damit wir nachher eine dickflüssige, gute Soße haben. Als nächstes ist dann das Kartoffelpüree an der Reihe. Und zwar ist es hier ganz wichtig, dass ihr mehlig kochende Kartoffeln nehmt, weil die haben einen höheren Stärkeanteil und sind von Haus aus schon ein bisschen trockener. Also perfekt für ein cremiges Kartoffelpüree. Ich schäle die Kartoffeln und dann werde ich sie in salzigem Wasser gar kochen. Und währenddessen erhitze ich die Milch mit Lorbeer, Nelke und Zwiebeln, so dass sie warm ist, aber nicht kocht. Wenn die Kartoffeln dann fertig sind, lasse ich sie im Topf noch ein bisschen austrocknen und fange dann mit dem Zerstampfen an. Oder ich presse sie durch eine Kartoffelpresse, da wird das Püree noch cremiger und fluffiger. Und dann gebe ich nach und nach die heiße Milch dazu. Und es ist wichtig, dass die Milch und die Kartoffeln warm sind, weil erstens können die Kartoffeln dann besser den Geschmack aufnehmen und das Püree wird leichter cremig und nicht zu zäh. Dann gebe ich noch die Butter dazu, die sollte auch Raumtemperatur haben. Die bindet die Stärke im Püree nochmal. Und zum Schluss schmecke ich das Ganze nochmal mit Muskatnuss und Salz und Pfeffer ab. Dann ist das Kartoffelpüree eigentlich schon fertig. Das könnt ihr im Ofen warm halten bei 70 Grad. Mittlerweile ist jetzt bei mir der Braten auch schon fertig und ich decke den gut mit Alufolie ab und da kommen dann einige Küchentücher drauf, um den warm zu halten. Und jetzt ist das Wichtigste, ich lasse den wirklich mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde ruhen, weil dann relaxt sich das wieder und je länger man sich Zeit nimmt für das Ruhen lassen, desto zarter wird nachher das Fleisch. Also das lohnt sich wirklich. Und während das Fleisch jetzt ruht, mache ich mich an den Rosenkohl dran. Ich schäle den nur, putze den ein bisschen und steche ein Kreuz in den Strunk, dann werden sie schneller gar. Und am liebsten dünste ich Rosenkohl. Und zum Servieren kommt einfach nur gutes Olivenöl, Salz und Pfeffer darüber und fertig sind sie. So, jetzt ist alles fertig. Wir richten das jetzt schön an. Alright. Ich habe noch ein bisschen Granatapfel und Kresse dazu, damit das ein bisschen einen weihnachtlichen Touch kriegt.
Ich hoffe, ihr macht das Gericht nach und ich habe euch so ein bisschen die Angst vom Rinderfiletbraten genommen. Und schreibt mir mal, wie ihr euren Braten am liebsten macht. Ihr findet dieses Video und noch viele, viele, viele andere Videos rund ums Kochen auch auf dem Kochkanal Just Cooking. Den findet ihr unter anderem im Moment bei Waipu und auf Samsung TV Plus. Also schaut da unbedingt mal vorbei und folgt mir auf jeden Fall auf Instagram und abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr keins meiner Videos mehr. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüss!